Das heutige 15. Teilstück bei diesem Giro d'Italia lässt sich rein geografisch gesehen ganz in den Nordosten des italienischen Stiefels einsortieren. Nach der Kletterparty von gestern und vor dem Bergsteigen von morgen sollte es vor allem auch etwas psychische und auch physische Entspannung bringen für all jene, die vielleicht nicht so gern durch die Berge fahren. Und es ging ab nach Slowenien hinein ins Nachbarland, wo eine tolle Radsportatmosphäre wartete. Das Tagesziel lag dann aber wieder in Italien, genauer gesagt in Gorizia, und die Etappe hatte 147 Kilometer. Das Profil sah aus, als wäre es wie gemacht für die Ausreißer, aber zunächst, da kam es leider ganz anders. Ein schwerer Sturz gleich 3 Kilometer nach dem Start führte zu einer Rennneutralisation. Das Fahrerfeld stand für einige Minuten still, denn man musste die gestürzten Rennfahrer versorgen. Buchmann, Behane und Van Emden hatte es am schlimmsten erwischt. Und für Emo Buchmann ist das natürlich super bitter. Der war 6. in der Gesamtwertung und hatte uns in den ersten beiden Wochen bei diesem Giro wirklich mit einer blendenden Form begeistert. Und auch Ruben Guerrero musste kurz nach dem Neustart das Rennen dann leider verlassen. Er dachte zunächst, er könnte nach dem Sturz weiterfahren, es ging aber doch nicht. 15 Rennfahrer lagen dann vorne in der Spitzengruppe des Tages. Die Gruppe hatte wieder einen enorm großen Vorsprung bekommen. Teilweise waren es später mehr als 15 Minuten und viele tausende Radsportfans säumten heute die Straßen in Slowenien. 22 Kilometer vor dem Ziel hatte dann Viktor Campenaerts, der Stundenweltrekordler, angegriffen. Er wurde begleitet von Albert Torres und Oskar Riesebeek. Aber die nächsten Verfolger, die waren wirklich nur wenige Sekunden dahinter. Die Bedingungen wurden dann immer schlechter. Hagel, Regen, Wind. Es war heute wieder das komplette Programm mit am Start. Und Torres, den konnten sie dann vorne abschütteln. Er fällt zurück in die zweite Gruppe mit Hermanns und Mollema. Und auch Nikias Arndt war dann in dieser Gruppe mit dabei. Auf den letzten Kilometern hatte dann Campenaerts immer wieder angegriffen und versucht, seinen niederländischen Wegbegleiter abzuschütteln, aber es sollte ihm so recht nicht gelingen. Die beiden schenkten sich also nichts da vorne, aber groß taktieren konnten sie auch nicht, denn die nächsten Verfolger hatten die beiden tatsächlich schon im Blick. Sie fuhren also zu zweit in Richtung Zielgerade, es sollte zum Sprint kommen und da verlor dann Oskar Riesebeek ein bisschen die Nerven. Er tritt viel zu früh an, fährt bereits bei 250 Metern los und die Zielgerade war lang. Es gab auch noch Kopfsteinpflaster und genau das nutzte dann der Belgier Viktor Campenaerts. Als es aufs Pflaster geht, da kommt er aus dem Windschatten und rollt vorbei am großgewachsenen Riesebeek. Er holt sich nach 2 Jahren endlich wieder einen Sieg und die Freude bei ihm ist natürlich unendlich groß. Dann noch der Sprint um Platz 3 und da ist es Nicky Arndt, der auf den Bronzerang sprinten kann. Also Deutschland heute auch wieder gut vertreten. Aber der Mann des Tages, der ist ganz klar, Viktor Campenaerts. Er hat es immer wieder versucht, war schon bei vielen Ausreißversuchen in diesem Giro mit dabei. Und heute klappt es endlich für ihn. Er freut sich und darf auf jeden Fall diesen Tag hier im Regen mehr als alle anderen genießen. Campenaerts gewinnt vor Riesebeek und Arndt, dann Conzoni, Hermanns, Cataldo, Mollema, Barcello, Molano und Max Walscheid war auch noch in der ersten Gruppe. Er wird heute sogar noch 10. 17 Minuten nach der Spitzengruppe kommt dann erst das Hauptfeld. Hier hat sich nichts mehr bewegt. Man hatte sich heute wirklich geschont, denn morgen sollte es ja wieder richtig schwer werden. Und dementsprechend hat sich auch in der Top 4 der Gesamtwertung nichts bewegt. Emanuel Buchmann, wie gesagt, ist leider nicht mehr mit dabei. Er war 6. vor dieser Etappe. Wir wünschen ihm und natürlich allen anderen Gestürzten jetzt gute Besserung. Ja, und so geht es morgen weiter. Die 16. Etappe wird wieder ein richtig knüppelhartes Brett. Mit mehr als 5000 Höhenmetern und einer guten Chance auf Schnee laut Wetterbericht geht es über 212 Kilometer nach Cortina d'Ampezzo. Der Passo Fedaya, der Passo Pordoi und auch der Passo Giao müssen noch vor dem Ziel überwunden werden. Und eins sollte klar sein, wer nach dieser Etappe noch ganz vorne mit dabei ist, der hat berechtigte Ambitionen, am Ende auch den Giro für sich zu entscheiden. Schauen wir also mal, wer sich morgen ein Herz fasst. Hoffen wir, dass sich niemand dabei das Herz bricht. Aber eins ist auch klar, das Motto des Giro ist Amore Infinito. Und in diesem Sinne machen wir morgen einfach weiter und freuen uns auf die Highlights hier bei GCN und Eurosport.